Hey Leute, mal wieder herzlich willkommen bei Shrimp Huddle. Heute sind wir am Start mit dem Buse Falandra Flur Aquarium Teil 6. Viel Spaß! Ja, heute soll es endlich mal wieder um das Flur Aquarium gehen, aka das Buse Falandra Aquarium. Wie sieht es damit eigentlich aus? Ich hatte ja so einen kleinen Sneak Peek gegeben beim, ich glaube, vorletzten Video müsste das gewesen sein oder letztes Video, je nachdem wann das jetzt online geht, wo ich mal über alle Becken im Dezember-Vlog drüber geschwenkt habe und da auch über das Flur-Aquarium, da waren doch wieder einige Fragen jetzt aufgetaucht und da ich jetzt auch mich so mal ein bisschen besonnen habe und mal so in meine YouTube-Reihenfolge reingeguckt habe und festgestellt habe, das Becken ist jetzt fast ein Jahr alt, habe ich mir gedacht, machen wir jetzt mal wieder so ein richtiges Update dazu. Ja, was ist so in der Zwischenzeit passiert? Das letzte Video, Teil 5 müsste das gewesen sein, ist jetzt, glaube ich, fast ein halbes Jahr her. Also ich muss ehrlich sagen, das Becken stand bei mir so ein bisschen außen vor. Ich habe ja hier, sage ich mal, so meinen direkten Bereich. Wir haben ja einmal hier drüben die Aquascape-Ecke, dann haben wir direkt jetzt hier gegenüber von der Kamera ja die Dreier-Cubes und die Sulawesi-Becken, sprich das ist das einzige Becken, was bei mir nicht im Wohnzimmer steht. Sprich, ich habe einfach meine stinknormalen Wasserwechsel gemacht. Bei dem Flur-Aquarium waren es so alle circa 4 bis 6 Wochen, so im Schnitt ja 30-40% des Beckenvolumens. Mit der Zeit hatten sich irgendwelche, ich kann bis heute nicht wirklich einschätzen, was es für eine Art oder Gattung war, Braunalgen würde ich sagen, angesiedelt. Die kamen einher eigentlich mit den Froschfleischalgen, die ganze Zeit schon drin sind, die ich nicht wirklich loswerde. Das war eine Alge, ich hätte es leider, beziehungsweise ich habe es leider nicht auf Video aufgenommen, leicht braunflockig. Wenn ihr es aus dem Wasser habt, war das so richtig zähe, schleimige Masse. Also das Zeug konnte man wie ein Kaugummi auseinanderziehen. Habe ich so noch nie in einem Becken gehabt in den letzten 14 Jahren. War recht interessant. Den Tieren hat es nicht wirklich geschadet. Den Pflanzen schon ein bisschen, da sie recht stark von dem Zeug überwuchert wurden und auch dadurch weniger Licht gekriegt haben. Ich sag mal, das ist ja so das Becken, wo ich eigentlich die stärkste LED, die Twinster LED oben drauf habe. Mit erhöhten Wasserwechselraten und ein, zwei Mittelchen bin ich dem Ganzen Herr geworden. Also wir haben jetzt wieder nur noch unsere Froschfleischalgen drin. Das ist soweit ganz in Ordnung. Was leider in der Zeit kaputt gegangen ist, was ich eigentlich schon erwartet hatte. Vorne hatten wir ja diesen kleinen kreisförmigen Bereich. Wir gehen auch gleich noch, wenn ich fertig erzählen bin, an das Becken mal rüber. Mit der Buse Falandra Spec Mini Needle Leaf, also die mit den sehr kleinen Blättern. Die ist fast komplett eingegangen. Ich werde in nächster Zeit mal wieder, vermutlich bei Aquasabi oder bei Garnelenhaus, muss ich mal gucken, einen Schwung Pflanzen für ein, zwei Becken bestellen und dann werden auch wieder zwei, drei Buse Falandras mit dazukommen, womit ich das Becken wieder ein bisschen aufhübschen tue. Heute soll es umgehen, wir gucken uns das Becken mal an, wir testen ein, zwei Wasserwerte, wie sich es da jetzt so mit der Zeit gegeben hat, wie sich vielleicht auch der Soll verändert hat, also gerade auch pH-Wert finde ich relativ interessant, da habe ich jetzt auch mal noch einen genaueren Test gekauft, einen feineren, ich glaube der geht von, lass mich nicht lügen, von 6,0 bis 8 so in die Richtung, also relativ fein gegliedert, nicht diese großen pH-Werte. Da gucken wir mal rein. Ansonsten, die Vermehrungsrate der Tiere bricht nicht ab, also das ist eigentlich so das Becken, wo ich am häufigsten mal Tiere von abgeben muss. Es hört einfach nicht auf, was jetzt langsam Überhand nimmt, deswegen muss ich mich bald mal selektieren hocken, ist das Thema Red Bowls. Also das war ja eigentlich ursprünglich ein Red Weinstamm. Mittlerweile haben wir relativ viele Red Bowls in dem Becken drin. Es ist für mich, sage ich mal, eher ein Sinn- und Zweckbecken. Also es soll für mich schön aussehen. Es ist jetzt wirklich kein reines Zuchtbecken, dafür wäre es definitiv falsch gestaltet, gerade auch mit den ganzen Wurzelarmen mit drin. Ich muss mal gucken, ob ich es jetzt so als Mischerstamm lasse und einfach gucken, was sich so über der Zeit dann so entwickelt, ob sich vielleicht die Red Bowls noch mehr erhöhen und die Red Vines immer weniger werden oder ob es ein Mischstamm wird. Aber ich denke, so ein bisschen selektieren werde ich dann doch schon, wenn ich das nächste Mal auch Tiere abgebe. Zur Not kann ich ja sowohl Red Vines als auch Red Bowls anbieten. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal rüber ans Becken. Und schon sind wir am Becken angekommen. Ja, wie sieht der aktuelle Stand aus? Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich gerade auch im unteren Bereich, sprich hier unten, den Soll tatsächlich mal getauscht, da ich recht starken Grünalgenbelag auf dem Soll hatte, aufgrund dessen meines Erachtens, dass er sich wirklich sehr stark zersetzt hat. Jetzt wo ich ihn getauscht habe, das ist so circa 2-2,5 Monate, hey, ihr seht, der ist immer noch komplett blank, also wird es wohl wirklich dran gelegen haben, dass der durch ist.
Das Ganze hat sich im hinteren Bereich ein bisschen gesetzt. Man sieht es auch durchaus an den Wurzeln oben, dass die jetzt so fast abschließt mit der Wasserlinie. Früher haben die ja so ungefähr einen Fingerbreit oben noch rausgeguckt. Ja, hier in der Mitte ist die eine angesprochene Stelle, die ich definitiv irgendwie, um runterzuschwenken, flicken muss. Hier, man kann es noch am Rand so ein bisschen erkennen, war mal dieses Mini-Needle-Leaf. Das ist hier praktisch komplett in dem Areal eingegangen, während dieser komischen Braunalgenphase. Sprich, hier muss ich einmal neu was einsetzen und eventuell auch, Moment, hier oben nochmal in der Ecke. Wie ihr sehen könnt, die Vorschleichalge macht sich überall noch breit. Es hält sich momentan aber wirklich im Rahmen. Also eigentlich hauptsächlich betroffen ist oben die Bolbitis. Sprich, man kann es auch hier ganz gut sehen. Da haben wir ein bisschen Vorschleichalge. Auch da hinten hin haben wir noch ein bisschen. Aber an sich hält sich es wirklich im humanen Rahmen. Hier oben können wir zwei von den Red Bolts sehen. Hier ungefähr. Da und da. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Vermehrungsrate kennt keine Grenzen. Gerade die Tage ist wieder ein frischer Schwung rausgekommen. Man kann es, glaube ich, hier hinten, auch wenn es wahrscheinlich nicht scharf stellen will. Und ich stelle mal auf manuellen Fokus. Ja, doch. Hier hinten könnt ihr sie sehen. Sprich, Wurf einmal die hier oben von vor circa so 2, 2,5 Monaten. Und der Wurf hier mit der ganz, ganz kleinen ist so circa ja, 1,5 Wochen, 2 Wochen her. Also da ist wirklich dem Ganzen auch keine Grenze gesetzt. Ansonsten würde ich sagen, gucken wir uns jetzt auch gleich mal die Wasserwerte an. Die auf der Wurzel, die ich noch nachgesetzt hatte, interessanterweise, die hier kommt recht gut. Ja, die hier oben ist komplett abgegammelt. Die hinten kommt auch noch relativ gut. Die hätte ich zwar noch ein bisschen weiter oben angesetzt, aber wie ihr seht, zumindest wächst sie. Das ist doch schon mal ohne Probleme. Wir haben auch wieder Blüten en masse. Also auch hier. Wie man unschwer erkennen kann. Und ich stelle mal wieder auf manuell. Ups, andere Richtung. So. Auch wirklich hier eine absolute Pracht, auch von den Farben her wirklich. Ich hoffe, im Video kommt es wieder halbwegs gut zur Geltung. Das macht einfach Spaß, diese Farbwechsel da, dass man wirklich auch mit dunkelgrünen Nuancen, wie zum Beispiel hier hinten arbeiten kann und dann in so hellere Farbtöne übergehen kann. Das hat halt wirklich von Anfang an wirklich sehr Spaß gemacht. Was mich ein bisschen bewundert, beziehungsweise verwundert, dass der Basalt vorne so clean bleibt. Also ich finde bis dato, der sieht immer noch aus, als würde man mit der Zahnbürste schrubben. Aber wie ihr seht, der bleibt komplett blanko, also da ist kein Belag, kein gar nichts drauf. Das Zeug ist einfach komplett clean. Das hat mich wirklich auch sehr gewundert. Ja, das Wurzelwerk, wie ihr hier noch sehen könnt, von dem Busse Falandras, tadellos. Das funktioniert wirklich ohne Probleme. Also ich glaube, wenn man da versuchen wollen würde, ein Rhizom rauszuziehen, robbt man wahrscheinlich die komplette Pflanzenanlage da halber auseinander. Ja, ansonsten, hier kommen auch sehen, verschiedenste Farbschläge bei den Red Wines, von mal mehr Rot bzw. mehr Weiß. Hier ist auch noch eine relativ schöne, bis hin halt zu dann den Red Bowls. Moment, wo sind welche? Da hinten ist doch was. Da haben wir eine. Gucken wir mal, die scharf kriegen. Ja, bis hin zu sowas. Also wie gesagt, momentan alle möglichen Farbschläge noch mit drin. Ich muss mal gucken, ob ich sie wirklich rausselektiere oder einfach sage, wenn ich das nächste Mal welche anbiete, dass ich dann Red Bowls anbiete, um die Menge ein bisschen zu reduzieren. Oder ob ich wirklich sage, das bleibt ein kompletter Mixstamm. Ja, dann würde ich sagen, testen wir mal die Wasserwerte. Ja, was wollen wir heute an Wasserwerten testen? Einmal den pH-Wert, da habe ich mir jetzt mal einen relativ fein organisiert. Der geht von 6,0 bis 7,6. Dann testen wir einmal spaßeshalber den Nitratwert. Und zwar habe ich so unter Verdacht, die Froschfleischalgen wachsen ja an sich am besten unter relativ reinen Wasserwerten. Ich gehe davon aus, dass in dem Becken fast kein Nitrat nachweisbar sein wird. Was mich vielleicht so auf ein kleines Experiment mal bringen wird. Ich habe sie auch im Tigergarnelenbecken, da vielleicht mal künstlich mit ein bisschen Nitratzufuhr zu arbeiten. Aber das werden wir gleich mal noch sehen. Und ansonsten halt mal noch einen Leitwert testen. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los.
So, was zumindest den pH-Wert angeht, würde ich sagen, relativ eindeutig. Wir sind hier so in der Range ungefähr 6,8, Tendenz so fast zu 7. Wie gesagt, der Soll steht jetzt fast haargenau ein Jahr. Wir hatten damals bei einem Beginn einen eingestellten pH-Wert so von circa 6,1, 6,2. Also haben wir jetzt innerhalb von einem Jahr circa, ja, sagen wir mal 0,6, 0,7 Verlust. Das ist vollkommen in Ordnung für einen Soll. Aber stimmt mich doch wirklich schon mal sehr zufrieden, weil wie gesagt, der Shirakura Red Heason, das ist wirklich so mein Lieblingssoll, halt auch aus dem Grund raus, dass der wirklich nicht zusätzlich noch angedüngt ist und eine relativ lange Standzeit hat. Ja, dann warten wir noch ein paar Minütchen, dann dürfte der Nitrattest auch durch sein. Ja, beim Nitrat sieht es aus wie erwartet. 0,0, was ja eigentlich nicht gerade dem Idealwert entspricht. Vielleicht für ein, ich sag mal, reines Zuchtbecken, aber da wir hier doch schon noch Pflanzen im Spiel haben, muss ich hier definitiv mal gucken, dass ich in irgendeiner Form Nitrat zuführe. Das ist vielleicht auch die Lösung dafür, dass ich eventuell die Froschfleischalgen loswerden kann. Weil ich habe nicht die Vermutung, unter anderem Thema sauberes Wasser, kein Nitrit, kein Nitrat, wenn wir dementsprechend vielleicht ein bisschen mit zusätzlicher Nitratzugabe arbeiten, könnte es durchaus passieren, dass die vielleicht ein bisschen weniger werden. Aber es ist doch schon ab und zu mal gut, den Kram durchzutesten. Ja, und jetzt gucken wir uns mal noch einen Leitwert an. Wenig überraschend, er ist bei knapp 300. Ich habe mir gerade erst beim letzten Wasserwechsel vor 2 Wochen wieder neu eingestellt. Ich war das Becken eigentlich von Anfang an so auf knapp 280 bis 300 der Leitwert. Die Tiere wurden meiner Erinnerung nach vorher bei 310, 320 gehalten. Also von daher in die Richtung gehen schon mal alles vollkommen in Ordnung. Der GH ist so circa auf 4,5 eingestellt, hatte ich jetzt beim letzten Wasserwechsel gemessen. KH logischerweise, da ich keinen dazugebe, nahezu bei 0 oder nicht messbar. Ja, also von den Wasserwerten muss ich sagen, bin ich wirklich sehr zufrieden. Ja, ist doch definitiv schon ein beruhigendes Gefühl, dass nach fast einem Jahr die Wasserwerte allein schon so stabil noch laufen und auch die Pflanzen zum größten Teil noch sehr gut funktionieren. Die Tiere fühlen sich pudelwohl. Ich habe jetzt keine sonderlich großen Vorkommnisse, also das Thema zwischendrin mit den Braunalgen, warum die aufgetaucht sind, ich kann es mir bis dato nicht erklären, weil es war auch definitiv nach der Sommerpause, also man kann es nicht mehr auf die erhöhten Temperaturen schieben. Aber wie ihr seht, das Becken läuft komplett an sich ohne Probleme. Wir werden demnächst das Problem dann angehen, dass wir die kleine Lücke dann hier unten da noch zusätzlich wieder mit Bucephalanthras auffüllen. Wie gesagt, ich bin am überlegen, ob ich im Hintergrund die Bolbitis komplett rausnehme. Müsste ich aber dann halt gucken, ob ich es wieder mit einer großblättrigen Bucephalanthra ersetze. Man sieht es ja hier und da noch die, Green Big Leaf, wurde die damals geführt. Das sind ja alles nur so Trivialnamen. Müssen wir mal gucken, ob die wirklich funktioniert, so als hintergrunddeckende Pflanze, oder ob ich vielleicht spaßeshalber mit sowas wie einem Java Farm mit einem Orange Tip oder einem Red Narrow oder was ähnlichem arbeite. Das muss ich mir mal noch überlegen, aber an sich bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Becken. Ich würde sagen, wir lassen noch mal so ein paar Impressionen vom Aquarium ablaufen und dann sehen wir uns gleich drüben vom Gesellschaftsbecken nochmal. Ja, wie ich doch immer noch finde, wirklich ein wunderschönes Becken, ist eins meiner favorisiertesten Becken hier und halt auch wirklich mit dem Hintergedanken und auch dem Projekt, einfach mal ein Becken nur mit verschiedenen Bucephalanthra-Arten zu gestalten. Das hat mir wirklich damals auch sehr viel Spaß gemacht und war wirklich eine tolle Sache, wie sie es entwickelt hat.
Ich bin jetzt dran, das Ganze nochmal aufzufrischen. Ich bin sogar ehrlich gesagt im Überlegen, ob ich die Balbites hinten komplett rausschmeiß, weil die macht mir letztendlich die meiste Arbeit, die immer wieder da zwischen den einzelnen Verästelungen da rauszupicken und zu gucken, dass die wirklich nur hinten bleibt. Muss ich mal gucken, ob ich da eine optisch schöne Busse Falantra Art finde, die da hinten hinpasst oder was mir vielleicht noch vorschwebt. Entweder von dem Mikrosorum, von dem Orange Tip, was ich ja hier in der Anlage habe, was rüberzunehmen. Da könnte ich aus dem Mini Aquascape Becken mir ein paar Ableger rausziehen. Das Becken ist ja auch komplett unbelastet. Ansonsten eventuell, es gibt glaube ich noch Red Narrow. Das sind auch so leicht rötliche Java-Farnblätter. Muss ich mal gucken, aber ich glaube von der Bulbitis will ich mich wirklich trennen. Das gefällt mir jetzt nicht mehr so wie früher. Aber ansonsten bin ich wirklich noch sehr zufrieden mit dem Becken und vor allem auch, wie sich die Tiere da drin entwickeln. Ja, schreibt mir doch mal gerne unten in die Kommentare, wie ihr die Entwicklung des Beckens findet oder ob ihr auch mittlerweile ein ähnliches Projekt gestartet hattet. Ich glaube, damals hatten auch einige, wo ich das Becken angefangen hatte, geschrieben, oh, das ist eine super Idee, das würde ich auch gerne mal machen, so ein reines Busi Falantra-Scape. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video in der Form hoffentlich wie immer gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, vergesst das Abo nicht, aktiviert die Glocke, Leute, und wie immer, schönen Sonntag noch, ciao, bis dann.